Florian Homm spricht Klartext, exklusiv auf RT Deutsch. Das Bargeld abschaffen. Niemals so brisant wie aktuell. Sie haben mitbekommen, dass in Indien Bargeldnoten über 10 Euro komplett aus dem Verkehr gezogen wurden und für nichtig erklärt wurden. In Skandinavien ist die aktuelle Debatte, auch Bargeld abzuschaffen. Aber da liegt es nicht wie in Indien daran, Steuerhinterziehung zu bekämpfen, sondern das Bargeld wird nicht mehr so großartig eingesetzt. In Frankreich, Italien, Spanien wird es immer schwerer, mit selbst kleinen Summen in Bargeld zu zahlen oder Bargeld von der Bank abzuheben. Sie haben es mitbekommen, dass in Griechenland ab 60 Euro am Tag kaum Bargeld abgezogen werden kann. Das sind offensichtliche finanzrepressive Maßnahmen. A, nach außen wird behauptet, die Kriminalität zu unterbinden, was überhaupt nicht der Realität entspricht, weil Bargeld maximal 1% der Geldsumme insgesamt ausmacht. Zweitens, in Indien geht es darum, Steuerschlupflöcher zu schließen. Aber es geht um was ganz anderes. Es geht um Zentralbanker in Japan, in Europa und in den USA, die meinen, dass sie mit Gelddrucken, Bargeld abschaffen, Zinsmanipulationen, Negativzinsen irgendwie die Wirtschaft lenken können. Das ist aber nicht so. Sie müssen eins verstehen, Zentralbanker wie Herr Draghi oder Frau Yellen werden nicht gewählt. Sie werden einfach eingesetzt. Und diese Zentralbanker nennen sich in der Regel Keynesianer. Keynesianer, das beruht auf einem Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, der meinte, dass man mit der Manipulation der Geldmenge, also mit dem Gelddrucken, die Wirtschaft stabiler gestalten kann, beziehungsweise den Wachstum ankurbeln kann. Nur wie sind denn die Tatsachen? Wie hat denn dieses Experiment performt in den letzten 25 Jahren? Fangen wir mit Japan an. Verheerend. Helikoptergeld, Geld, was einfach aus dem Helikopter geschmissen wird und für irgendwelche Infrastrukturprojekte eingesetzt wird, hat nicht geholfen. Geld drucken, massenweise, hat auch nicht geholfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Negativzins hat auch zu keinem Konsum, zu keiner Konsumnachfrage geführt. Also, 22 Jahre komplett Niederlage für die Keynesianer und Zentralbanker. Amerika, die schwächste Wirtschaftserholung seit Erfassung der Statistiken circa um 1900, 116 Jahre. Auch dort sitzen Keynesianer am Werk, ob es Paulson ist oder Yellen. Ähnliche Maßnahmen, gescheitert. Europa, Herr Draghi, noch nie waren die Regionen Europa, Amerika, Japan derart verschuldet. In Europa ist der Wirtschaftswachstum kaum messbar. Also wir haben 8 Jahre komplett Niederlage der Keynesianer in Europa, 8 Jahre in USA, 22 bis 24 Jahre in Japan, 4 Jahrzehnte ohne nennenswerten Effekt, außer dass die Sparer überhaupt nichts mehr für ihre Guthaben bekommen und diese Regionen hoffnungslos überschuldet sind. Und wie kommt das zustande? Warum jetzt Bargeldabschaffung? Weil es der letzte Strohhalm ist für die nicht gewählten ultramächtigen Banker. Denn sie verhoffen sich mit dieser letzten desperaten Maßnahme irgendwie Leute, die zu alt sind in der Regel, die zu überschuldet sind, oft Geld für unnütze Sachen auszugeben, um die Wirtschaft anzukurbeln.
Und Sie müssen das bitte verstehen. Keynesianer und Zentralbanker sind nicht anders als Marxisten beim Zerfall der Sowjetunion. Es hat in dem Fall 7 Jahrzehnte nicht geklappt. Und hier 4 Jahrzehnte. Und Sie sind die Mitleidenden, diejenigen, die sparen, die auf einen fairen Zins am Markt hoffen. Das sind die Leidenden und profitieren von dem Rohstoffgeld, der nichts kostet, tun eigentlich nur die Reichen oder Superreichen, sollte ich sagen. Deswegen achten Sie sehr genau darauf, eventuell Geldnoten zu haben, die nicht abgeschafft werden. Vielleicht bleibt das die Schweiz, vielleicht auch Amerika. Ich wünsche Ihnen für die Feiertage alles Gute, Mazel Tov, und Gott segne Sie, Ihr Florian Horn.